Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um einen besonderen Tipp. Und zwar, jeder hat ja bestimmt im Haushalt so etwas hier. Kaffeefilter. Und hier drin ist hier den Kaffeesatz. Kennt jeder. Den sollte man nicht wegwerfen, sondern man sollte den hier in Eimer sammeln. Warum? Ist viel zu schade, um wegzuwerfen, und kann man wunderbar als Dünger verwenden. Enthält nicht nur Koffein, sondern auch Stickstoff, Phosphor und Kalium. Für als Düngemittel ist das optimal geeignet für Tomaten, auch Gemüse. Und wie das funktioniert, wir nehmen einfach, das ist jetzt unsere Kokoserde, tun wir jetzt einfach hier ein bisschen, hier, das haben wir alles, auch Tee kann man nehmen, schwarzen Tee, hier, und wie sieht das aus hier, ein bisschen hier, oh, ein bisschen hier mit der Kokoserde mischen. Gut vermengen. So. Oh, der ist der Topf kaputt gegangen. Ja, so sollte das natürlich jetzt nicht sein. Nehmen wir einen anderen Topf. So, die Wurzeln tun wir hier abschneiden. Ja, den Topf wollte man ja nicht mehr nehmen. Ja, natürlich noch viel Unkraut drin, was sich hier über den Winter so angesammelt hat. Das sollte man hier jetzt natürlich entfernen. Heute wunderbares Frühlingswetter. Erste Kraniche kommen schon zurück. Praktisch 6 Wochen zu früh. So, und dann einfach oben drüber nochmal. So. Dafür kann man den Kaffeesatz brauchen. Kaffeesatz, schwarzen Tee. Oder aber auch, wir nehmen, wenn wir Brennnesseltee den Rest davon haben, alles mit da rein. Alles schön vermengen. Und als Dünger gebrauchen. So, das war der Tipp von uns. Kaffeesatz als Dünger verwenden. Wir sehen uns bald wieder.